Hallo und willkommen bei Frontal Filmwerke. Heute möchte ich mit euch über Grundsätze vom Reenactment an sich reden und so ein bisschen über auch Probleme, die ich manchmal sehe. Los geht's. Wo fangen wir da an? Also erstmal ganz deutlich für alle, die es noch nicht gerafft haben, Reenactment ist ein unpolitisches Hobby. Das muss man betonen, wenn man Zweitweltkriegsdarsteller ist und auch bei Erstweltkrieg begrenzterweise, bei allem anderen nicht. Ja, niemand wäre so blöd, dich als verkackter Imperialist zu bezeichnen, wenn du Römer darstellst. Ja? Oder als religiöser Extremist, wenn du Kreuzritter bist. Würde keiner. Da sieht man es einfach nur, weil es cool ist. Das Ding mit Zweitweltkrieg ist, und auch zum Grenzt mit Erstweltkrieg, ist es emotional und politisch ein geladenes Thema. Und das kann ich verstehen. Deshalb hat moderne Politik in diesen beiden Bereichen des Hobbys nichts zu suchen, es sei denn, es geht um Gesetzesänderungen oder Gesetze, die fürs Hobby relevant sind. Ich hoffe, das habt ihr alle verstanden. Weil ich habe keinen Bock, irgendeinem links, rechts, Mitte, oben, unten oder irgendwas Radikalen zu sagen, jo, das ist voll okay, dass du im Hobby mit dabei bist. Du kannst gern zu Hause das glauben, was du willst, aber wenn du es anfängst, im Hobby auszuleben, dann kannst du dich in meinen Augen verpissen. Das ist die nette Version. Ich wollte eigentlich sagen, gehen, aber das darf ich jetzt auspiepen. Yay, YouTube wird sich freuen. Den ersten Grundsatz habt ihr hoffentlich alle verstanden. Das nächste ist, es ist ein gemeinsames Miteinander. Wir alle sitzen da im selben Boot im Zweitweltkriegsdarstellung, auch wenn wir die unterschiedlichen Parteien des Krieges darstellen. Das heißt, man geht nett miteinander um. Ich habe schon Scheiße gehört aus dem Osten, die ich nicht toll finde. So als Beispiel hat mir einer geschildert, der macht Volkssturmdarstellungen mitunter, dass er gesehen hat, wie Sowjetdarsteller mit Steinen beschmissen wurden von anderen Darstellern, während sie im Lager gesessen haben. Also nicht mal bei aktiv im Reenactment-Teil, also im Sinne von, wo man Leuten Schlacht darstellt, was halt dann, das kann ruppiger werden, klar, aber da wirst du eigentlich auch nicht von Zuschauern mit Steinen beschmissen, sondern im Lager wurden dann wohl welche mit Steinen beworfen. Und wenn das stimmt und das wirklich von deutschen Darstellern gemacht wurde, dann seid ihr die größten Arschlöcher des ganzen Events. Die machen das auch nur. Das sind nicht die historischen Sowjets, die eine Menge Scheiße gebaut haben. Es sind Darsteller, die diese darstellen für einen historischen Rahmen. Danke Telefon fürs Vibrieren. Das war wunderbar untermalend. Ich werde trotzdem nicht unterbrechen, weil ich unter Zeitdruck bin. Also, versteht ihr den Punkt? Ihr bewerft auch keinen Ami-Darsteller. Die wenigsten bewerfen, obwohl es gibt die Kategorie Menschen, die auch Wehrmachtsdarsteller bespucken würden. Würdet ihr nicht machen. Das ist assi. Weil man will ja auch nett behandelt werden. Das ist so ein, zwei Grundprinzipien. Nettes Miteinander und Nicht-Politisierung des Hobbys. Beides ist schädlich. Beides sorgt für negative Presse. Ja? Keiner von uns möchte mit Rechten oder mit irgendwas, was er politisch nicht mag, in eine Schublade geschoben werden. Echtes Recht nicht mit irgendwelchen Extremisten. Ja? Ich meine, ich bin eigentlich Student. Das ist so mit eine der öffentlichen Gruppierungen, die verhältnismäßig großen Anteil an Linksradikalen haben. Und ich will auch nicht zu denen dazu gezählt werden. Ich meine, tut mir leid, ich bin ein Individuum. Ich möchte nicht nur, weil andere Leute scheiße sind, auf irgendwelche von deren Sachen runtergedrückt werden. So, das war es jetzt aber auch dazu. Kommen wir mal zu ein paar anderen Sachen. Das nächste ist was ich letztens in einem Kommentar hatte. Da war jemand, der emotional auf das Thema reagierte. Was verständlich ist. Es ist ein emotional geladenes Thema und damals sind eine Menge Menschen auf tragische Weise gestorben und es sind eine Menge tragische Dinge passiert, die unglaublich scheiße sind. Aber das Hobby ist kein Männerspielplatz, so wie du es geschildert hast, du Nudel. Das Hobby hat Spaß in sich. Ja, weil man als Gemeinschaft etwas macht, was Spaß machen kann. Man stellt beim Reenactment auf der Mikroebene dar. Die Makroebene des Zweiten Weltkriegs, also die große Gesamtebene, ist ein riesengroßer Scheißhaufen mit einer Menge schlimmen Dinge, die passiert sind auf allen Seiten. Ich will jetzt hier niemanden, ich werde jetzt nicht hier irgendwelche Beispiele rausholen, weil dann irgendwer kommt, der gleich sagt, aber die hat das und das gemacht, was auch Kindergarten ist. Das ist auch scheiße. Das macht das nicht. Don't do that. Don't be stupid. Aber Punkt ist, auf der Mikroebene war es für die meisten Menschen nicht immer komplette Scheiße. Es war nur ein Gesamtscheißhaufen. In kleinen Punkten war es eigentlich, gab es eine gewisse Form von Alltag. Die stellst du beim Reenactment dar. Ja? Du stellst Alltag dar in einer gewisser Form. Ob es im Gefechtsbereich ist, ob es hinter der Front ist, ob es im Lager ist, in der Kaserne.
beim Skifahren, auf dem Wanderweg, im Auto, keine Ahnung. Aber man stellt meistens Alltag dar. Ich kann jetzt mal ein paar Beispiele nennen. Ich habe Verlegung dargestellt via Zug auf einem Bahnhof, sprich kurzes Lager beim Bahnhof aufschlagen und dann Zug fahren. Ich habe auf dem Marsch dargestellt. Ich habe mehrfach Lagerleben dargestellt, das ist der Alltag. Ich habe Bandenkampf mit dargestellt, so alltagsmäßig. Natürlich verschiedene Gefechtsdarstellungen in der Defensive als auch teilweise in der Offensive. So, sowas ist der Alltag. Und bei Zweiten Weltkrieg ist das, ja, auch finde ich, es macht Spaß irgendwo, weil es Action ist. Es gibt den Adrenalinkick, wenn du das machst. Weil es Bewegung ist, weil es nicht Norm ist für die meisten. Außer die jetzt Soldaten, die durch die Hardcore-Dinge im Leben gegangen sind, aber davon gibt es nicht so viele, glaube ich, in Deutschland. Und wenn doch, tut ihr mir leid, ich hoffe, ihr habt kein PTSD. Ja, deshalb, nein, es verkommt nicht zum Männerspielplatz, nur weil man Spaß an der Sache hat. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und genauso möchte ich darauf betonen, dass dann nicht der Ernst fehlt. Weil auch wir reißen Witze. Haufenweise. Dümmste Scheiße. Ja, und auch durchs Reenactment stehen Witze intern. Und man witzelt rum. Man quatscht, man lacht, man weint, man ist genervt. Ich glaube, das habe ich im Video über den Vlog schon ziemlich deutlich gemacht, dass ich auch genervt vom Hobby sein kann. Unglaublich genervt. Aber das ist normal. Sowas bringt so ein Hobby mit sich. Und wir alle haben immer noch im Hinterkopf, dass wir auch irgendwo gedenken. Wir wollen deshalb einen sauberen Job machen. Uns vernünftig darstellen. Deshalb mache ich überhaupt Videos, wo ich Leute auch anprangere, die entweder eine scheiß Darstellung machen oder scheiße verkaufen. Weil ich möchte, dass die eigentlich gute Sachen machen. Und ich möchte, dass sie eine gute Art und Weise repräsentieren. Weil ich möchte, dass nicht wie in den Medien manchmal die Scheiße absolut banal kackig dargestellt wird, wo man einfach nur einen Wehrmachtssoldaten mit einer schlechten NVA-Uniform macht oder einfach jeden überall HKs hintackert. Das ist auch Quatsch. Ich bin an sich Historiker. Ich bin jemand, der studiert wirklich Geschichte. Und ich nehme es deshalb auch in gewisser Form ernst, auch wenn ich Spaß an Geschichte habe. Sowohl am Studieren, als auch an meinem Reenactment. Auch als hier die Videos machen und dafür zu recherchieren, wiederzugeben. Das macht mir Spaß. Und deshalb kränkt mich das so teilweise, wenn man mir sagt, ja, damit machst du es zum Männerspielplatz, wenn du Spaß hast und so oft erzählt, das ist voll lustig. Das war so halb die Inspiration für dieses Video und weil ich auch gemerkt habe, dass manche nicht wirklich dieses Miteinander erleben. So der Punkt mit Politik ist halt so, das muss man mal sagen, das muss man deutlich machen, so, yo, ich mach die Scheiße unpolitisch. Das spiegelt nicht meine politische Meinung wieder, egal ob ich Finne, Sowjet, Wehrmachtler, Waffen-SSler, Amerikaner, Brite oder Holländer darstelle. Und Fun Fact, ich habe, glaube ich, 5 von den eben aufgezählten bereits dargestellt. Es ist nun mal so, dass dieses Hobby vielseitig ist. Aber vor allen Dingen im Bereich Zweiter Weltkrieg musst du dich rechtfertigen. Und deshalb auch hier dieses Video so ein bisschen Grundsätze. Und für Neue ist das auch wichtig, dass man rafft so, yo, das sind keine, sind nicht alles Idioten, die irgendwie eine beschissene Meinung haben oder irgend so ein Kack. Die meisten hier sind total normal und haben einfach aus ihren privaten Gründen Interesse an Geschichte. Ja, viele sind zum Beispiel mit dem ganzen Mist aus den 80ern aufgewachsen. Yo, die Wehrmacht ist ja super. Blabliblub. Weil die sind ja gar nicht so böse wie Waffen-SS oder Nazi-Deutschland selber. Oder sie sind mit verschiedenen technischen Aspekten aufgewachsen. Es gibt so viel, womit man geprägt wurde, was einem zum Hobby führt. Ob es familiär ist, ob es Interesse ist aufgrund von Waffentechnik. So kam es bei mir tatsächlich dazu. Ich bin Waffener eigentlich mal gewesen. Bin ich immer noch irgendwo. Ja, ich kann mal gerne über meine Lieblingsknarren reden, wenn ihr es wollt. Aber schlussendlich, solange du nicht aus politisch-extremistischen Gründen in dieses Hobby reingehst, bist du hier nicht fehl am Platz. Und da kann man eine schöne Zeit miteinander haben. Es ist nun mal so, dass Zweiter Weltkrieg halt die problematischere Reenactment-Darstellung ist, wo man Leuten, die es nicht kennen, mehr erklären muss. Die Leute, die interessiert sind, nehmen meistens gut auf. Die Leute, die ihm skeptisch gegenüber sind, meinen dich gerne zu verteufeln. Das ist ein Schicksal, mit dem man in dem Bereich leider leben muss. Tut mir leid, euch das zu sagen. Ich hoffe, ihr habt meine 3 Punkte gut verstanden. Es ist halt simpel. Keine moderne Politik mit ins Hobby bringen. Unpolitisch bleiben, beziehungsweise ich mach's unpolitisch. Ich bringe da keine moderne Politik rein, es sei denn, es tut Not. So wie wenn man Corona-Richtlinien auch fürs Hobby durchsetzen musste oder so ein Kack. Oder wegen der neuen Waffengesetzänderung da was sich geändert hat. Aber das ist das Maximum. Das sind Auswirkungen der modernen Politik aufs Hobby. Das ist nicht moderne Politik ins Hobby reinbringen.
Wie einer, der mir mein AfD-Gedöns übers Hobby geschickt hat, wo ich dann auch so dachte, Digga, nein, ich habe damit nichts zu tun und ich will damit nichts zu tun haben. Mir ist scheißegal, was du politisch willst. Genauso das nette Miteinander. Es ist genauso assi, wie wenn du als deutscher Feldwebeldarsteller deinen Darsteller, mit dem du was machst, irgendwie Scheiße anlasst. Weil man ist ein Mensch und man macht mit einem Mensch miteinander. Es ist genauso das Scheiße, wie wenn du Leute mit Steinen beschmeißt, weil die irgendeine Darstellung machen, die du nicht leiden kannst. Ja? Damit. Das sind Menschen, das sind nicht irgendwelche Propagandafiguren, die man anspucken sollte. So simpel ist es. Und zu guter Letzt, das ist kein Kinderzeug. Ja, wir stellen hier historisch meistens ernsthaft dar. Wir machen uns alle eine Menge Mühe, zumindest die ernsthaften Darsteller, vernünftig auszusehen, vernünftig rumzulaufen und vernünftig mitzumachen. Viele lernen dabei auch eine Menge. Und dieses Lernen, dieses Ausüben, dieses Darstellen, kann einem mit einer Menge positiven Emotionen auch verbunden sein. Gerade weil es Spaß macht, gerade weil es einem Freude macht, gerade weil es einen auch stolz machen kann, wenn man es vernünftig macht. Ja? Und das ist nicht falsch, weil wir vergessen deshalb nicht, dass es ein sehr ernstes Thema ist. Genauso wenig wie andere Darstellerbereiche es vergessen. Ja? Aber das war, glaube ich, jetzt ernst genug. Ihr kriegt gleich noch einen netten Sketch, weil damit es ein bisschen unernst bleibt, der ja mal für ein Video gemacht wurde, aber nicht reingenommen wurde. Das wäre es aber jetzt fürs erste Totalfilmwerke. Out! Wir sehen uns im nächsten Video. Tüdelü! Thank you.